Hallo, ich bin Jörn von Xentral und heute will ich euch unsere Trigger-App vorstellen. Wie ihr wisst, haben wir in der 20.1 viele Möglichkeiten eingebaut, mit denen die IT-Abteilung unserer Kunden oder technische Partner oder auch einfach Beauftragte der technischen Partner, also Freelancer, Webagenturen oder irgendwie Medienagenturen, Shopagenturen, Customizing vornehmen können an unserem System. Idee des Customizings ist, dass kein Eingriff in den Kern der Software erfolgt, sondern dass nur zusätzliche Funktionalitäten hinzugefügt werden. Und ein wichtiges Tool dafür sind unsere Trigger. Wir haben im System so 1500 bis 1800 Trigger, je nachdem, was für Module man am Laufen hat. Diese Trigger werden immer wieder beim Prozess sozusagen der Software durch ihre Prozesse werden die immer wieder aufgerufen und man kann sich jetzt auf einen dieser Trigger registrieren. Manche nennen Trigger auch Hooks deswegen, weil man hängt sich da quasi rein und sagt, sobald dieser Trigger aufgerufen wird, möchte ich ein kleines Stückchen Code ausführen. Das muss gar nicht viel sein, das ist ein PHP-Code. Das können auch nur ein paar Zeilen sein, die aber natürlich dann zu dem Zeitpunkt, wo sie aufgerufen werden, an der richtigen Stelle komplett den Workflow anpassen oder erweitern oder verändern können. Unsere Trigger-App findet ihr hier. Ich rufe sie jetzt mal über unsere Supersearch auf. Man kann sie auch direkt über die URL aufrufen hier oben. Das ist Module gleich Trigger. Und die Trigger-App besteht aus zwei Reitern. Der eine listet alle Trigger auf, die im System vorhanden sind. Und der zweite listet die Trigger in einer etwas anderen Darstellungsform auf. Das zeige ich euch jetzt kurz. Was man hier also sieht, sind alle Trigger, die zur Verfügung stehen. Ich habe jetzt hier die ersten 50 Mal angezeigt. In meinem System, vollumfängliches Entwicklungssystem, sind es knapp 1730 sowas. Die sind momentan zum großen Teil noch auf Deutsch. Wir sind dabei, die gerade zu internationalisieren und zu vereinheitlichen, diese Triggernamen. Da wird sich in den nächsten Versionen auch einiges tun, aber im Grunde ändert sich da an der Funktionalität nichts. Ich zeige jetzt mal einen Trigger, den möchte ich mal kurz hier rausheben, um euch auch den Unterschied der beiden Ansichten im Trigger-Modul zu zeigen. Das ist unser Trigger Unabrex, neu berechnen, Ende. Das ist ein bisschen ein sperriger Name, aber der Trigger wird immer aufgerufen, wenn ich irgendeinen Beleg bei uns, also ein Angebot, eine Rechnung, eine Gutschrift oder einen Auftrag, wenn ich den verändert habe, wenn ich Positionen verändert habe, hinzugefügt habe oder wenn ich irgendeine Einstellung an einem Beleg verändere. Und zum Ende dieses Prozesses, deswegen steht hier hinten Ende dran, wird dieser Trigger aufgerufen. Man sieht jetzt hier auch in der Spalte registrierte Module, dass hier verschiedene Module schon auf diesen Trigger hören. Nur als Beispiel, das Modul Payment Slip Swiss zum Beispiel ist ein Modul, was noch ein zusätzliches Dokument erzeugt, das für einen Schweizer Einzahlungsschein, ein ESR nennt sich der. Und dieser Schweizer Einzahlungsschein, der wird immer dann angepasst, wenn auch der Auftrag angepasst wird oder in dem Fall hier, wenn die Rechnung angepasst wird. Im zweiten Reiter registrierte Module kann ich jetzt genauso nach demselben Trigger mal suchen. Und hier seht ihr jetzt, dass diese Trigger einzeln aufgelistet sind in einer Zeile, also jeweils ein Modul, eine Modul-Trigger-Kombination. Und ich kann jetzt hier auch sagen, ich möchte jetzt zum Beispiel testweise diesen Trigger ausschalten. Dann kann ich den hier oben markieren, kann ihn hier unten deaktivieren. Und jetzt habe ich quasi diese Verknüpfung von dem Trigger zu dem Modul getrennt und kann dann herausfinden, ob daran vielleicht in der Entwicklung mein Fehler lag oder nicht. Das war in Kürze unser Trigger-Modul. Wenn ihr die Software schon habt, schaut einfach mal in die Trigger-App rein. Ich habe euch gerade gezeigt, wie man sie aufrufen kann. Probiert es mal aus. Wenn ihr Entwickler seid, könnt ihr vielleicht auch mal ein Stückchen Code gleich dahinter hängen. Informationen darüber findet ihr bei uns im Helpdesk. Und wenn ihr Xentral noch nicht habt, dann wäre es am einfachsten, ihr geht auf die Webseite, ruft euch die Demo auf. Die habt ihr innerhalb ein paar Minuten mit ein paar Klicks fertig. Oder ihr ruft einfach bei uns an und fragt nach einem Gespräch.